Ein Hauch von Olympia weht durch die Dortmunder Helmut-Körnig-Halle. Ein Fest der Jugend, eine Begegnung von Nachwuchsleichtathleten aus 7 Nationen. Etwa 400 Mädchen und Jungen sind am Start. Der internationale Städtevergleich, ein Event mit Tradition. Seit 19 Jahren findet er statt. Ein Farbtupfer im Wettkampfkalender und ein Zeichen, dass Dortmund schon lange offen ist für Europa. Vor rund 20 Jahren hatte der Stadtsportbund Dortmund sein 50-jähriges Jubiläum, hatte natürlich alle Partnerstädte eingeladen, so auch Novi Sad, Zwickau und Leeds. Und wir saßen an einem Tisch und haben da vereinbart, wir machen mal einen Städtekampf in der Leichtathletik. Und so begann das. Dann hat sich Lund dazugesellt, Budapest, das kam alles vom Hörensagen, die haben sich untereinander abgesprochen. Und dann waren wir plötzlich hier mit 6, 8 internationalen Mannschaften. Das hat sich 19 Jahre fortgesetzt. Miteinander Sport treiben, das ist ein Faktor. Ein anderer, soziale Kompetenz fördern. Das unterstreicht auch Oberbürgermeister Ulrich Sierau. Das sind die 19 Wettkämpfe. Also seit fast 20 Jahren wird das durchgeführt. Das ist ganz wichtig für die jungen Menschen aus den Städten, aus den verschiedenen Ländern, sich hier kennenzulernen. Das ist nicht nur sportlicher Wettkampf, das ist auch, wenn ich das so sagen darf, aktive Völkerverständigung. Und ich bin deshalb den Organisatoren sehr dankbar, dass sie es über all die Jahre immer wieder geschafft haben, diesen Wettkampf hinzubekommen. Freundschaft hin, Verbundenheit her, ging es um Zentimeter und Sekunden. Dann wurde sich nichts geschenkt. Die meisten waren mit Feuereifer bei der Sache und flitzten regelrecht beflügelt über die Bahn. Als es darauf ankam, setzte manch einer ungeahnte Energien frei, ebenso dynamisch wie kraftvoll. Reichlich Potenzial offenbarte sich unter anderem im technischen Bereich. Akribisch getüftelt wurde an der Sandgrube. Die optimale Anlauflänge festlegen, eine wichtige Voraussetzung für weite Sätze. Wer sich hocharbeiten möchte, muss eines können, die horizontale in vertikale Anlaufgeschwindigkeit umwandeln. Garant, um locker über die Latte zu floppen. Mitreißende Auftritte gab es gleich dutzendfach. Eine der besten, Lilian Tössmann. Für sie galt der Wettkampf als Formtest und Abschluss der Wintersaison gleichermaßen. Sie sieht den Städtevergleich als Sprungbrett für den Sommer. Am liebsten würde ich 7-Kampf machen und dann hoffe ich auch, dass ich einen guten 7-Kampf hinbekomme im Sommer. Ich muss dann halt noch ein bisschen üben, weil Kugelstoßen, das kann ich noch nicht so. Aber ich hoffe, dass ich das bis zum Sommer hinbekomme und hoffe dann auch, dass ich mich für die deutschen Meisterschaften qualifizieren kann. Einer, der an die Grenzen ging, Mohamed Hamadi, der westfälische Vizemeister. Vielseitigkeit stellte Max Berger unter Beweis. Da dieser Wettkampf nur einmal im Jahr ist, ist es schon was Besonderes. Für mich ist es jetzt das letzte Jahr, aber sich auch mal gegen andere Städte und andere Länder zu messen, ist es schon ganz cool und finde ich schon gut. Verlierer gab es keine, Sieger aber gleich reihenweise. Wer nicht vorne lag, gewann zumindest an Erfahrung. Extra Applaus unter anderem für die Gäste aus Novi Sad in Serbien. Sie hatten mit knapp 1500 Kilometern die weiteste Anreise. Keine Mühen und Kosten gescheut hatte auch das Team aus Budapest. Fast 1200 Kilometer mussten die Kids aus der ungarischen Hauptstadt fahren, um am Wettkampf teilnehmen zu können. Ebenfalls lange unterwegs gewesen, aber kein bisschen müde. 1000 Kilometer Busfahrt, Strapazen, die man der Auswahl aus Rydultowi in Polen nicht anmerkte. Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer stellten die schwedischen Gäste unter Beweis, ihre Heimatstadt Lund. Das ist eigentlich unsere, oder vielleicht würde ich mal sagen, meine und meine Töchter erste Mal, dass wir hier sind. Aber es gibt einige im Verein, die schon mehrere Male mitgekommen sind. Das ist ja toll. Das ist nicht so oft, dass man hier einen Wettkampf hat mit anderen Ländern. So geht Sächsisch. Das Team aus Zwickau hatte sich bei einem Qualifikationswettkampf herauskristallisiert. Eine Art Casting. Nicht in Oranje, aber mehrfach Boven, also ganz vorn, die Talente aus dem niederländischen Eindhoven. Nicht zum ersten Mal bei einem Wettkampf, sondern fast schon erfahrene Routiniers, die Teilnehmer aus dem belgischen Löwen. Damit es lief, zogen viele fleißige Helfer die Strippen, Ehrenamtler mit Herzblut bei der Sache. Alle Einzelergebnisse wurden in Punkte umgerechnet und diese zusammengezählt. Die meisten wurden auf dem Budapester Konto verbucht, die Gastgeber holten Silber. Doch viel mehr als Siege und Medaillen zählte das Miteinander.
wie jedes Jahr der Höhepunkt der Hallensaison. Und man sieht es auch anhand der Leistungen, die hier kommen, dass viele sich auf diesen Wettkampf konzentrieren. Und neben dem sportlichen Aspekt kommt natürlich das Völkerverbindliche. Viele Freundschaften sind geschlossen worden. Und wie man sieht, geht der Sieg diesmal wieder nach Ungarn. Also aus Dortmunder Sicht müssen wir diesmal den Pokal wieder abgeben. Oft nicht die gleiche Sprache sprechen, kein Hindernis, vielmehr Herausforderung. Der problemlose Umgang miteinander stand im Mittelpunkt. Das gemeinsame Erleben. Nach der Veranstaltung werden wir heute Abend in der Gesamtschule Scharnhorst mit den Athletinnen und Trainern gemeinsam die Siegerehrung durchführen. Vorher gibt es ein gemeinsames Abendessen und anschließend können die Kinder die Bühne rocken und meistens führen die Kinder geschlossen mit ihren Ländern oder unseren Partnerstädten kleine Aufführungen vor. Im nächsten Jahr gibt es ein Wiedersehen. Zum Jubiläum 2016 ist Dortmund zum 20. Mal Schauplatz von Klein Olympia. I'd like to thank all coaches and foreign sports administrations for the encouraging of their young athletes to participate in our city competition. This is a very great gesture and highly appreciated for the years to come. I hope that our city competition will contribute a little bit for a common, peaceful Europe in the future.